I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Schönen guten Morgen. Wir haben einiges aufzuarbeiten von den letzten 3 Tagen. Wir starten mit Fußball, haben noch ganz kurz 3 Meldungen von Montagabend. Nummer 1, der Hallische FC gewinnt gegen Bayreuth in der dritten Liga mit 3:0. Bayreuth damit ganz bitter letzter und Halle schiebt sich erstmal vor die Abstiegsränge. Zweitens, der FC Austin gewinnt in der Major League Soccer gegen den FC Dallas und zieht damit ins Halbfinale ein. Das hatte ich euch noch geschuldet. Und drittens, Sampdoria Genua hat tatsächlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren in Cremonese. Oder bei Cremonese besser gesagt. Denn da habe ich noch gesagt im Video am Dienstag früh, wenn sie nicht vielleicht noch gewonnen haben, haben sie. Damit also jetzt haben Sampdoria nicht mehr letzter, sondern sie haben Cremonese auf den letzten Platz geschossen in Italien. So, das war das. Jetzt gehen wir in die Champions League rein. Da ist der 5. Spieltag jetzt Geschichte und da sind Entscheidungen gefallen. Noch und nöcher. Ich gehe es mal chronologisch durch. Fangen wir an mit der Gruppe A. Das sind erstmal die Gruppen jetzt von Mittwochabend. Dann machen wir die Dienstagsgruppen und hauen einfach alle hintereinander weg. Gruppe A, was hat sich dort getan? Der SSC Napoli ist Gruppensieger und qualifiziert für die... Stopp, er ist noch nicht Gruppensieger, sehe ich gerade. Rechnerisch ist das noch nicht. Fakt ist, dass Napoli und Liverpool durch sind. Machen wir einfach mal hier Fakten. Napoli und Liverpool also durch aus der Champions League. Beide haben gewonnen. Napoli 3:0 gegen die Glasgow Rangers. Liverpool gewinnt 3:0 bei Ajax Amsterdam. Damit beide durch. 15 Punkte Napoli, 12 Punkte Liverpool. Liverpool könnte noch Gruppensieger werden, wenn sie das Rückspiel gegen Napoli gewinnen mit mindestens 4 Toren Unterschied. Das ist die Aufgabe. Zu Hause. Das wird aber schwer, behaupte ich mal. Ansonsten wäre Napoli erster, Liverpool zweiter. Dann kommt eine Riesenlücke, dann haben wir hinten Ajax und die Rangers. Die spielen beide noch um die Europa League im direkten Duell in Glasgow am letzten Spieltag. Hier die Ausgangslage, Ajax 3 Punkte, Rangers 0. Ajax hat das Hinspiel 4:0 gewonnen, das heißt auch hier gilt, die Rangers können es noch biegen, müssten aber das Rückspiel einen 5 Toren Unterschied gewinnen. Meine Prognose, da passiert nichts mehr, Ajax geht in die Europa League, die Rangers gehen raus, glaube ich. Schauen wir in die Gruppe B, da haben wir Brügge und Porto qualifiziert. Das war eine dramatische Geschichte hier gestern Abend bei Atletico Madrid gegen Leverkusen. Das endete 2:2. Dann gab es Protest noch von Atletico. Dann hat der Schiri gesagt, ihr wollt also noch einen Handelfmeter, ich gucke es mir mal an. Oder der Videoreferee guckt es sich an. Hat dann gesagt, ja, stimmt, da war was. Wir geben noch einen Handelfmeter. Dann kriegt den Atletico Madrid noch zugesprochen. Radetzky hält, Ball kommt zurück, nochmal nachgeköpft an die Latte, kommt wieder zurück und dann noch ein Nachschuss und der allerursprüngliche Elfmeterschütze fällt schon dann auch noch ab und der geht am Tor vorbei. Also völlig absurd, aber 2:2 endet das ganze Ding am Schluss. Porto gewinnt vorher 4:0 in Brügge und damit steht fest, dass Brügge und Porto jeweils weiter sind aus dieser Gruppe. 10 Punkte Brügge, 9 Punkte Porto und Atletico Leverkusen, die rangen am letzten Spieltag im Fernduell noch um Platz 3, um die Europa League. 5 Punkte Atletico momentan, 4 Punkte Leverkusen, das aber den direkten Vergleich gewonnen hat gegen Atletico. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Schauen wir uns dann mal an, wenn es am letzten Spieltag dann um die Wurst geht. Gruppe C, das ja gut war alles weitestgehend dann auch schon klar, nachdem Inter Mailand gewonnen hatte bei Viktoria Pilsen. Und dann war also fix, Bayern München gewinnt die Gruppe, das steht hier schon fest. 2. Platz für Inter Mailand steht auch schon fest. Barcelona 3. steht auch schon fest. Die gehen also sicher in die Europa League zum 2. Mal in Folge. Und Viktoria Pilsen scheidet als Gruppenletzter aus. In dieser Gruppe sind die letzten Spiele dann nächste Woche völlig irrelevant. Gruppe D, da ist es ganz, ganz eng. Denn da haben wir die Situation, auch da war es noch richtig spannend mit Video-Referee. Tottenham hat noch ein Tor geschossen gegen Sporting, was dann wieder aberkannt wurde. Da haben wir jetzt folgende Situation. Die Frankfurter gewinnen gegen Olympique Marseille 2:1. Und haben jetzt 7 Punkte, ebenso wie Sporting 7 Punkte, Tottenham hat 8 Punkte und Marseille hat 6 Punkte. Also alles ist noch drin. Am letzten Spieltag gilt in den beiden direkten Duellen Sporting gegen Frankfurt sowie Marseille gegen Tottenham. Wer gewinnt, ist sicher weiter. Und das gilt in beiden Spielen. Besser geht's nicht. Finde ich richtig toll. Richtig toll. Sobald der Unentschieden ins Spiel kommt, muss man dann querrechnen. Aber ansonsten, wenn beide Spiele einen Sieger haben, sind die weiter und fertig. Gruppe E, das sind die von Dienstag jetzt die Spiele. Da ist Chelsea Gruppensieger, das steht bereits fest. Milan hat sich auf Platz 2 jetzt geschoben mit einem souveränen Sieg in Zagreb. 4:0 und damit ist folgender Stand der Dinge hinter Chelsea. Milan hat 7 Punkte, Red Bull Salzburg 6 Punkte, Dynamo Zagreb 4 Punkte. Da geht noch einiges. Letzter Spieltag Milan gegen Salzburg. Da ist aber schon klar, also wird nur einer von den beiden noch weiterkommen können, außer Chelsea, und zwar der Sieger der Partie. Das ist klar, unentschieden reicht Milan. Da kann sich Zagreb dann auch nicht mehr groß verbiegen. Die könnten aber die Europa League noch schaffen. Wenn zum Beispiel Salzburg verliert und Zagreb gewinnt, sind sie vorbeigezogen.
Gegen Zagreb natürlich bei Chelsea. Gruppe F, da haben wir die Leipziger drin, die haben einen tollen Sieg gestern gelandet, 3-2 gegen Real Madrid. Damit sind sie Zweiter mit 9 Punkten in der Gruppe, Real Madrid jetzt 10, ist bereits durch, Leipzig noch nicht. Shakhtar Donetsk nämlich hat 6 Punkte, Celtic ist raus, ist Gruppenletzter und Käse gegessen. Aber Leipzig und Shakhtar Donetsk, die treffen sich nochmal nächste Woche zum Finale in Warschau. In Donetsk wird nicht gespielt, aus bekannten Gründen. Und da ist auch klar, wenn Donetsk gewinnt, gehen sie noch vorbei an Leipzig. Ansonsten ist Leipzig hinter Real Madrid Gruppenzweiter. Oder vielleicht sogar Gruppenerster, wenn Real Madrid verliert. Auch das ist nicht ganz ausgeschlossen. Gruppe G mit Borussia Dortmund, da ist auch schon alles geritzt jetzt. Manchester City gewinnt die Gruppe, Borussia Dortmund Zweiter, Sevilla Dritter, geht in die Europa League natürlich. Und Kopenhagen Letzter und ausgeschieden. Auch hier die letzten Spiele völlig uninteressant in dieser Gruppe. Und in der Gruppe H, da haben wir zwei Welten. Wir haben Paris Saint-Germain und Benfica vorne mit jeweils 11. Und dann haben wir Juventus und Maccabi Haifa mit jeweils 3. Da ist aber insofern noch spannend, weil da gibt es noch die Fernduelle um Platz 1 sowie um Platz 3 zwischen Juve und Maccabi Haifa. Das ist auch noch nicht durch. Juventus gegen Paris und Maccabi Haifa empfängt Benfica. Schauen wir mal, was am letzten Spieltag da noch so drin ist. Das war also die Champions League und dann bei den Männern. Dann haben wir Champions League der Frauen mit einem Ergebnis von gestern. Wolfsburg gewinnt 2-0 bei Slavia Prag. Also hier der zweite Sieg für die Wölfinnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Frauen Champions League geht heute Abend weiter mit 4 Spielen, unter anderem um 21 Uhr Benfica Lissabon gegen Bayern München. Zweites Spiel also auch hier für die Bayern. Dazu das gesamte Rahmenprogramm auch der anderen. Alles auf der Zone. 18:45 gibt es die ersten Spiele. Rosengart, Barca und Juventus gegen Lyon. Und dann um 21 Uhr noch Arsenal gegen Zürich und eben die Bayern bei Benfica. Wer heute Bock hat auf Champions League, schaut auf The Zone vorbei. Wer sagt, ich will aber lieber hier Europa League und Conference League gucken? Kein Thema, haben wir auch am Start. Und das gibt es bei der RTL-Gruppe zu sehen. Und zwar auf RTL Plus. Da gibt es folgende Spiele einzeln und auch in Konferenzen zu sehen. 18:45 geht's los mit Slowacko gegen den ersten FC Köln aus der Conference League. Das gibt's dort auf jeden Fall. Dann haben wir Union Berlin auch im frühen Slot gegen Sporting Braga aus der Europa League. Dazu Eindhoven gegen Arsenal und Fenerbahce gegen Stade Rennes. Das also die Partien hier aus dem frühen Block. Dann gibt es um 21 Uhr live im Fernsehen bei RTL die Begegnung Freiburg gegen Olympiakos Piräus. Die Freiburger bisher mit 9 Bilanz, 4 Spiele, 4 Siege. Dazu gibt es auf RTL Plus dann in der Konferenz oder auch eben einzeln Manchester United gegen Sheriff Tiraspol. Yep. HJK Helsinki gegen AS Roma und Roter Stern Belgrad gegen Trabzonspor. Das wird hier die Konferenz dann sein um 21 Uhr. Also wer da Lust drauf hat, schaut rein, habt Spaß dran und versorgt euch mit dem, was ihr da sehen möchtet. Dazu ganz, ganz, ganz viele weitere Spiele. Wir machen da dann wahrscheinlich Freitag früh oder so mal einen Rundumschlag durch alle Gruppen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das überlege ich mir noch. Das wird aufwendig. Ich glaube schon. U17 WM der Frauen noch ein Ergebnis. Deutschland scheidet im Halbfinale leider aus gegen Spanien mit 0-1. Und später zum Platz 3 gegen Nigeria. Das noch zum Abschluss oder zur Abrundung des Fußballblocks. Dann schauen wir in die World Series der MLB. Da haben die Houston, das hatte ich ja schon vermeldet, nee, hatte ich noch nicht, glaube ich. Die Houston Astros haben dort jetzt gewonnen. Final gegen New York Yankees 4-0 und stehen jetzt also in der World Series den Philadelphia Phillies gegenüber. Ich werde mich melden, wenn hier was Druckreifes passiert ist. Weiteren Meldungen gucken wir mal. Da haben wir zum Beispiel die NFL noch was nachzutragen. Genau, Miami Dolphins schlagen die Pittsburgh Steelers im Sunday Night Game und im Monday Night Game gewinnen die Chicago Bears gegen die New England Patriots. Das waren auch noch zwei kleine Nachträge. Gucken wir zum Tennis. Da sieht es nicht so gut aus für die deutschen Doppelherren. Denn sowohl Pütz, Venus als auch Gravitz-Mies sind ausgeschieden in Basel respektive Wien und verweilen momentan weiterhin auf Rängen, die nicht berechtigen zur Qualifikation oder zur Teilnahme, besser gesagt, den ATP Finals. Knapp hinten dran beide. Das können sie in Paris noch kitten nächste Woche, müssen aber das Ding halt gewinnen. Dann wären sie vielleicht noch drin. Ansonsten finden die Finals komplett ohne deutsche Beteiligung statt. Damen wie Herren. Möglich ist es auf jeden Fall. Was haben wir noch? Wir haben deutsche Eishockey-Liga. Da gab es Folgendes zu berichten. Wir haben dort an der Tabellenspitze die Fishtown Penguins, denn die gewinnen das Topspiel gegen Red Bull München mit 1-0, ziehen damit vorbei an den Münchnern. Dann haben wir Ingolstadt und die Adler Mannheim in der Verfolgerrolle. Die Eisbären Berlin verlieren schon wieder in Düsseldorf diesen Spieltag. Huiuiui, drittletzter Platz für die Eisbären. Das hat man nicht kommen sehen. Und ein Drittel der Saison ist jetzt, naja, nee, noch nicht ganz.
Viertel der Saison ist rum, also ein Teil der Saison ist rum. Und die Eisbären sind Drittletzter. Das ist schon verblüffend. Die beiden Letzten haben auch gegeneinander gespielt. Bietigheim gewinnt dort gegen Augsburg und schiebt sich damit vor Augsburg auf den vorletzten Platz. Na, immerhin. Immerhin nicht mehr Letzter. Ansonsten Mannheim gewinnt, Ingolstadt gewinnt, hatte ich schon gesagt. Die sind jetzt 3 und 4. Oben die Löwen, Frankfurt 5., Wolfsburg 6. Das sind so die aktuellen Spitzenplätze der deutschen Eishockey-Liga. Eishockey gibt es heute auch, und zwar das übliche Donnerstagsspiel um 19:30 Uhr. Bietigheim Steelers gegen die Eisbären Berlin auf Magenta Sport, wo auch sonst. Basketball Euroleague gibt es heute Abend ein Spiel, Alba Berlin um 20:30 Uhr in Valencia. Wer da Lust drauf hat, kann da gerne reinschauen. Basketball gab es auch gestern und vorgestern schon. Auch hier fasse ich mal kurz zusammen. Im Eurocup Chemnitz verliert, Crailsheim gewinnt, Bamberg verliert. Im Eurocup hat Ulm nach Verlängerung verloren gegen Brescia und Hamburg hat gewonnen gegen Breslau und in der Champions League hat Bonn gewonnen bei AEK Athen. Das waren die Basketball-Europapokalspiele der Woche. Wo Basketball ist, ist Handball nicht weit. European League, da gab es einen Sieg für Göppingen, einen Sieg für die Füchse Berlin und einen Sieg für Flensburg-Handewitt. Das war also durch die Bank weg erfolgreich gewesen. Da geht es dann weiter im Handball heute mit der Champions League. 18:45 Uhr haben wir Magdeburg zu Gast bei Telekom Fechtbrem und um 20:45 Uhr Kiel bei Nantes oder in Nantes. Beides zu sehen auf The Zone natürlich. Und Sky präsentiert uns die Handball-Bundesliga mit 3 Spielen um 19 Uhr. Hamm-Westfalen gegen Melsungen, Göppingen gegen Stuttgart und Gummersbach gegen Minden. So haben wir das auch. Und dann sind wir, glaube ich, fast durch. Basketball haben wir, Tennis haben wir. Irgendwas war da noch. Darts ist noch, stimmt. Heute Abend gibt es die European Championships of Darts. Da steigen wir ein mit dem ersten, mit den ersten Spielen. K.O.-System wird gespielt. Heute Abend in 8 Spielen 8 Engländer am Start. Das ist doch mal ein Programm. Keine Deutschen heute. Was haben wir für ein Programm? Es geht los um 19 Uhr. Zu sehen das Ganze auf Sport 1, wie auch auf The Zone natürlich. Und da haben wir unter anderem am Start, ich cruise mal über das Programm, Rob Cross zum Beispiel gegen Wade. Humphries Ratajski gibt's, Espinel ist dabei, Michael Smith ist dabei. Guckt einfach rein, wenn ihr Bock auf Darts habt heute Abend. Startet also dieses Turnier in Dortmund übrigens. Also auf deutschem Boden, wenn ihr in Dortmund seid oder in der Nähe, schaut ruhig nochmal vorbei. Die Gelegenheit ist auf jeden Fall da. Und dann schließe ich mit dem Footballspiel zum Freitag, also Thursday Night Game. Da haben wir die Tampa Bay Buccaneers. Zuletzt durchaus krisengeschüttelt, die empfangen die Baltimore Ravens und das sehe ich noch nicht unbedingt den Sieg für die Bucks. Mal gucken, wie das ausgeht. Das gibt's auf der Zone zu sehen um 14:45 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt ist mir hier der Sport ausgegangen, reicht auch für jetzt. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt. Danke fürs Zugucken und macht's gut, schönen Donnerstag. Tschüss.